wieder Freitag, also bedeutet das noch ein Stream. Heute aber leider nicht live, weil wir gerade ein bisschen Probleme mit dem Internet haben. Also nehmen wir das einfach mal auf und dann wird das einfach später hochgeladen. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Vielleicht noch sowas Organisatorisches auf eine Art. Jeden Freitag ist es jetzt nicht mehr Punkt 16 Uhr, sondern es kann sich ein bisschen verschieben, falls es von Interesse ist für einige. Das liegt einfach daran, dass in meiner Berufsschule ein paar Stunden verschoben wurden und ich dadurch jetzt halt länger Schule habe und dann muss ich auch herkommen. Genau, und dann muss ich auch Sachen vorbereiten. Und deswegen wird es immer ein paar Minuten, vielleicht auch höchstens eine halbe Stunde später sein als sonst. Aber ja, ich denke, wir schaffen das und ich denke, das wird kein Problem sein. Ja, heute ein sehr schlichtes Bild gerade. Ein Glas mit Deckel. Aber es ist auch eine Kerze drin. Zwar habe ich heute mit euch so ein bisschen Upcycling-TikTok-Hack in dem Sinne, weil ich habe es auf TikTok gesehen. Genau, heute wollen wir dieses Glas ein bisschen, ja, upcycling. Also ein bisschen schöner machen auf eine Art. Das ist mir als Kerzenglas noch ein bisschen zu schlicht. Aber jedem das seine, also wenn jemand das so schön findet, ist das ja auch vollkommen okay. Aber ja, mir ist das persönlich zu schlicht. Und deswegen wollte ich das heute mal ein bisschen aufpäppeln, halt abzeigen. Genau. So ein Glas hat, glaube ich, jeder irgendwie mal rumliegen. Und wenn, dann kauft man sich ja auch mal irgendwie was und dann entsteht ein neues Glas. Ich hab das Glas von Burger Me. Die verkaufen da echt gute Käsekuchen. Und da habe ich das her. Und dachte, ich habe jetzt schon relativ viele, weil das sind auch echt gute Käsekuchen. Und dachte mir, ich benutze jetzt einfach eins und peppel das ein bisschen auf. Genau. Also, wir brauchen dafür alles. Ich stelle es mal kurz zur Seite. Also, die Kerze kann ich schon rausnehmen. Die brauchen wir erst wieder zum Schluss, wenn wir es anmachen. Wir brauchen heute schwarzes Papier. Dadurch, dass ja Upcycling auch viel mit, wir haben was Altes und machen was Neues draus, habe ich auch wirklich halt so ein altes Papier genommen. Ich hatte halt noch so schwarze Papier rumliegen, wusste jetzt nicht halt, was ich damit machen sollte. Und dann dachte ich, dann benutze ich das hier einfach. Dann brauchen wir eine Schere, weil wir müssen ja die Form da ausschneiden. Das ist noch ein bisschen zu groß. Dann benutze ich Tesafilm, um das festzukleben, weil mir das einfach die Möglichkeit gibt, das dann auch zu ändern. Falls ich das Muster, was ich da jetzt mache, nicht mehr schön finde, dann kann ich das einfach ändern. Genau, dann brauchen wir Nadeln. Also wir brauchen nur eine Nadel, aber wenn eine kaputt geht, habe ich nochmal einen Tau. Genau, dann ein Lineal und ein Stück. Einfach damit ich halt die Form mir und die Höhe richtig ausmessen kann. Und dann brauchen wir noch ein Bild. Also, das stelle ich jetzt einfach wieder kurz zur Seite. Wir brauchen jetzt erstmal... Ich zeige euch jetzt erstmal das Bild. Es ist keine gute Qualität. Mein Drucker ist nämlich auch noch kaputt gegangen. Aber es reicht im Endeffekt, weil der Plan ist, so ein Bild. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das nehme oder das hier. Auf dieses Papier mit der Nadel durchzustechen, sodass man dann überall so kleine Löcher hat. Wenn man das dann um das Glas wickelt, soll dann daraus entstehen, wenn man diese Kerze anmacht, dass es dann so durchleuchtet. Und ich fand, das sah mega, mega schön aus. Und deswegen wollte ich das jetzt mal ausprobieren. So, das sehen wir auch nochmal erstmal zur Seite. Ich hole jetzt nochmal so ein Kochbrett. Einfach nur, damit ich mir nicht den Finger steche. Das möchte ich heute nicht mehr haben. Aber man kann natürlich auch ein Kissen benutzen oder irgendwas ähnliches, wo man halt so einfach draufstechen kann und wo man nicht abrutscht. Genau. Aber das legen wir jetzt auch nochmal zur Seite, weil wir brauchen jetzt erstmal das Papier und müssen es jetzt erstmal an die Größe anpassen. So, dafür falte ich das einmal aus oder versuche es auf jeden Fall auszufalten und wickel das jetzt einmal hier rum und gucke, wo es passt. Also ich werde hier auch noch ein bisschen, mehr abschneiden müssen, weil hier einfach noch ein Hohlraum ist, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. So, dann würde ich persönlich das jetzt so machen, dass ich das hier so ein bisschen einknicke, dann meinen hellen Stift nehme, wenn ich natürlich mit Schwarz schreibe, dann funktioniert das nicht, und dann hier so einen Strich mache. Das mache ich vielleicht auf der anderen Seite auch. Jetzt müssen hier meine Handakrobatik-Künste rausgepackt werden. Die sind aber nicht am Start. So, und dann mache ich das hier auch.
So, das gibt uns jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt halt komplett das so haben. Jetzt benutze ich einfach das Lineal, um die Punkte zu verbinden. Und dann können wir da schon abschneiden. So. Ja, so. Jetzt überlege ich noch, ob ich das jetzt schon so umtrage. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon ausschneide und rumwickel oder ob ich jetzt nochmal diesen Bereich ausmesse und dann gleich mitmarkiere. Ja, ich glaube, das machen wir mal. So, dann halte ich das Papier jetzt ganz eng fest und gucke mit meinem Lineal. Wir brauchen so ungefähr 3,5 cm. Dann male ich die jetzt hier einfach noch dazu. So, 3,5. Und ziehe. Hallo? So. War das echt zu wenig? Ich bin noch 100. Wir machen einfach mal 4. auch einen Strich. Und dann gucke ich jetzt hier die Höhe, die wir haben. Das sind 4,3, Entschuldigung. Und dann gucke ich, ach, da habe ich auch irgendwie perfekt jetzt hier den Zwischenraum gehabt. Ja, und dann schneide ich das jetzt einfach raus. So, dann an der Linie einfach mitschneiden. Ich bin eigentlich so eine gerade Schneiderin, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ja, das wird schon gerade sein. Also so haargenau muss es ja auch nicht sein. Wir kleben es ja dann auch auf. Ich kann ja dann nochmal gucken, ob was fehlt und das dann nacharbeiten. So, dann schneide ich das drüber. Und jetzt versuche ich... Hi! Na? Wolltest du mal gucken kommen? Ja. Der Plan ist, dass ich jetzt hier rumwickel und ein Muster da reinstanze. Wenn ich die Kerze dann anmache, dann leuchte ich das durch. Soll ich die jetzt am Ende dann mal runterbringen? Ja. So, dann steuern wir das ein bisschen mehr aus. Und ja, irgendwie ist das hier so ein bisschen komisch. Jetzt fällt das einfach so. So. Genau, also ich streame ja immer live aus dem Jugendzentrum. Und dann finde ich das immer schön, wenn jemand besuchen kommt und dann guckt, was ich mache. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das wirklich passt. Wir wickeln das jetzt erstmal rum und dann gucken wir, ob unser Stück... Ja, das ist doch Abmessungskunst hier. Ein bisschen schief, aber das stimmt. So, also haben wir da jetzt die größte Fläche und ich würde sagen, da stanzen wir dann auch im Endeffekt was rein. Und jetzt überlegen. Ich könnte natürlich die einfach leer nehmen und dann könnte ich das aufstechen. Oder ich benutze einfach hier diese kleine. Passt die überhaupt? Ja, die würde passen. Schwierige Entscheidung. Dann mache ich einfach eine Mene Miste. Das mache ich immer, wenn ich keine Entscheidung treffen kann. Eine Mene Miste. Es wackelt in der Kiste. Eine Mene Max und du bist weg. Ja, dann wird die lang. So, falls sich jemand fragt, was sind denn das überhaupt für Blümchen? Das sind Mauerblümchen. Und falls jemand fragt, warum benutzt sie Mauerblümchen, das erfahrt ihr nächste Woche. Da hat es nämlich auch etwas mit Mauerblümchen zu tun. Deswegen will ich da mal so einen kleinen Hinweis geben, sozusagen. So, ich schneide das jetzt einfach so aus, dass ich es im Endeffekt sehen kann, wenn ich es drauflege. Zur Seite. Und jetzt kommt unser Korkbrett. Ich würde sagen, dann legen wir das hier drauf. Einfach für mich, weil ich mich kenne, würde ich jetzt einfach das einmal ein bisschen festkleben, sodass es halt, wenn ich pinne, nicht rutscht. Dann hier auf. So, und so, jetzt lege ich das hier drauf. Und jetzt kommt die penible Arbeit sozusagen. Ich versuche zwischen allen, also... Achtet auch darauf, dass ihr tief drückt, weil wir wollen ja nicht nur das erste, sondern auch das zweite Blatt durchstechen. Ja, aber ich versuche auf jeden Fall zwischen den Punkten die Stanze halt in meinen Zwischenraum zu lassen, weil ich will ja nicht, ich will das ja nicht ausstanzen, also ich will ja nicht, dass im Endeffekt die Blume da jetzt rauskommt,
sondern ich möchte ja nur, dass es das Muster einer Blume enthält. Deswegen versuche ich da ein bisschen weiter entfernt zu gehen, um ein bisschen mehr Platz zu lassen. Jetzt kommt der ASMR-Part dieses Videos. Wird jetzt alles erstmal schön durchstanzt. Oh, das habe ich auf jeden Fall die falsche Nadel gewählt. Das ist voll in den Finger. Also, falls ihr. Oh, jetzt habe ich es verschoben. Was mache ich denn jetzt? Jetzt vielleicht das Bild lieber aufgeben sollen. So, ich versuche jetzt einfach mit dieser Nadel da. Super, wie löse ich das Problem jetzt? So, ich drücke durch das eine Loch die Nadel und versuche das jetzt hier auf dem Papier zu finden. So, drücke das jetzt einfach wieder gerade. Ich denke mal, ich hatte es so. Und jetzt damit wir nicht den gleichen... Oh, und es hat schon wieder verschoben. Okay, vielleicht der Gedanke war da, wollte ja was festkleben. Ich habe halt mich nur entschieden, das falsche Papier festzukleben. Nehmen wir das auch mal hier drauf. Nehmen wir mal die Nadel. Oh. Aber wenn da was schief geht, in Anführungsstrichen, also ist ja jetzt nicht unbedingt 100% schief gegangen. Dafür machen wir ja diese Videos. Also ich habe ja, als ich diesen Beamer gemacht habe, der hat ja auch nicht funktioniert. Da habe ich ja gesagt, wir probieren das einfach zusammen aus und gucken, ist da überhaupt was dran oder ist das halt, ja, also eine Lüge ist vielleicht ein starkes Wort, aber so Clickbait, also wenn im Internet halt genau so ein Titel oder irgendwas benutzt wird und dann macht man es selber und irgendwie funktioniert es dann auch gar nicht. Und die machen das dann halt im Endeffekt natürlich, um Klicks zu bekommen. Das ist ja auch auf eine Art der Job eines Influencers. Ja, aber wir probieren das einfach zusammen aus und wenn es nicht klappt, dann nicht. Haben alle was gelernt. Und wenn es klappt, dann ist das natürlich auch mega schön. Dann haben wir was Neues gelernt. Ich glaube. Also man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie ein größeres Bild benutzt. Ich habe das Video gesehen, da hat man so eine Weltkarte auf Papier gestanzt. Und das sah auch mega schön aus. Die haben das nämlich auf so einen Lampenschirm gemacht. Das sah auch echt cool aus. Aber ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, das für eine Kerze zu machen, weil die kann man sich vielleicht auch schneller irgendwo mal hinstellen. So eine Lampe ist ja dann auch wieder erstmal eine Investition auf eine Art. Und vielleicht hat man auch nicht immer Platz für eine Lampe. Ich glaube, ich habe auch in meiner Wohnung nur eine Deckenlampe, aber so kleine Lampen habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin da eher mal so ein Kerzenmensch. Aber jedem das eine. Also ich wollte es nur erwähnen, es funktioniert auch mit Lampen. Dann nimmt man einfach ein größeres Papier und klebt es dann um diesen Lampenschirm herum. So, dann versuche ich jetzt nochmal hier das zu machen. Dann sind wir, glaube ich, auch schon mit dem Stanzen fertig. Geht das hoch? Ja. Ich gucke nochmal. Ja, aber ich glaube, das reicht mir. Ja, oh, jetzt muss ich natürlich auch passen, das Papier nicht so zerreißen. Das reicht mir persönlich jetzt als Grundlage. Also man kann es halt sehen. Ich weiß gar nicht, ob man versucht, das auf Kamera zu zeigen. Das ist ein Tesafilm ab. So, und dann, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Genau, und das wickeln wir jetzt hier drum. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen effizienter, wenn wir das zuerst aufkleben. Diesen gelben Streifen, den ich da markiert habe, den würde ich jetzt persönlich nochmal abschneiden. Aber das ist halt einfach nur so ein pinnendes Ding, also das kann man natürlich auch dran lassen. Hallo? So. So, und jetzt nehme ich Tegelfilm. Das weiß ungefähr, dass ich da halt für zwei Stücken brauche. Klebt mir das schon mal auf die Finger. Und dann halte ich das fest. Und hoffentlich klebe es auf mit Erfolg. So, dann drücke ich das richtig drauf hier. So, okay. Und dann nehmen wir zur anderen Seite. Und dann nochmal.
So, jetzt geht es hier um den großen. Dann packe ich das jetzt nochmal dran und das hält alles. Und da kann man auch sehen. Oh ja, jetzt habe ich es wieder gemacht. Jetzt mache ich das nämlich nochmal so. Und mache das erst an den einen Finger. Und dann an den linken. Dauert das nicht so lange mit dem Suchen. So, dann eine Ecke hier und eine Ecke hinten. Können wir ein bisschen verschieben. Das ist ein bisschen mehr in der Mitte. Und jetzt, wie eben, einfach Telefon drauf. Und nochmal drauf. So, jetzt haben wir hier natürlich erstmal nur ein schwarzes Papierstück drum. Und ich hoffe, wenn ich jetzt diese Kerze anmache, ich habe meine Streichhölzer, die sind hier, wenn ich die jetzt anmache, dann sollte das aufleuchten und ein schönes Bild abgeben. Wenn man natürlich in einem Zimmer ist, wo es zum Beispiel komplett dunkel ist, dann kann es, warum nehme ich den Teller? Dann kann es natürlich auch noch sein, dass man das vielleicht an den Wänden sehen kann. Das wäre natürlich auch mega cool. Also falls das jemand nachmacht und das vielleicht an einer Lampe macht oder ein ganz dunkles Zimmer hat, dann kann man ja mal Bescheid sagen. So, jetzt machen wir es so. Und dann packe ich das jetzt hier auf den Deckel und nicht auf den Tisch. Ich möchte den Tisch ja nicht anzünden und lege die hier rein. So, ich würde natürlich den Deckel zumachen, aber dann geht die Kerze auf. Deswegen versuche ich das jetzt einfach noch ein bisschen zu zeigen. Ohne dass die Kerze hier wieder ausgeht. So, also ich finde, wenn man in einem, ich versuche es nochmal, also wenn man sie zum Beispiel nach vorne drückt, ganz nah an die Blume, dann kann man es meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen sehen. Und wenn man jetzt nicht am helllichten Tag ist, sondern wirklich in so einem dunklen Zimmer und vielleicht, ja, und halt in so einem dunklen Zimmer ist und vielleicht auch eine größere Kerze, das füllt jetzt zum Beispiel das hier nur so ein bisschen aus, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Das geht, glaube ich, auch gleich aus. Nee. Dann kann man das auf jeden Fall durchsehen. Aber ich glaube, was ich jetzt nochmal mache, ich mache die jetzt mal wieder aus und steche jetzt einfach mit der Nadel einfach noch ein paar Löcher rein. Und das funktioniert nicht auf dem Glas. Warum eigentlich nicht? Kann ich das nicht vielleicht ein bisschen hochschieben? Doch, okay. Also wenn man es nicht so macht, sondern ein bisschen seitlich und sozusagen die Nadel dann da drunter schiebt, dann funktioniert das auch. Und das mache ich jetzt, damit es so ein bisschen aussieht, vielleicht wie Stern hoffentlich. Das war mir einfach ein bisschen zu zentriert. Also da war jetzt die Blume in der Mitte, was natürlich auch sehr schön ist. Aber so der Rest, da war irgendwie gar nichts. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach noch entschieden, dafür was zu machen. Oder eher gesagt dagegen. Das ist ja dann ein bisschen mehr als. So, mache ich hier auch was? Da auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht abrutscht. Ein bisschen so jetzt der Art-Attack-Spruch, falls das noch jemand kennt. War es immer so irgendwie, wenn man, also wenn man so ein bisschen Angst hat, sich zu verletzen, dann soll man einen Elternteil holen oder halt die Person, die gerade da ist. Aber ich denke, wenn man da aufpasst und schaut, dass man nicht mit den Finger da irgendwie davor packt, dann wird das schon klappen. Aber wie gesagt, falls ihr euch wirklich so viel, dass da irgendwie nee, jetzt bin ich schon einmal abgerutscht, das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Vielleicht habt ihr auch eine größere Nadel als ich. Dann holt einfach jemand dazu, fragt nett und dann wird das bestimmt schon gemacht. So, jetzt noch der letzte. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Steht aber auch immer. Hast du beim Feuerzeug natürlich nicht. So. Jetzt gucke ich mal ein bisschen so hoch. Also die Löcher sind definitiv zu klein, damit da jetzt Licht durchschaut. Aber wie gesagt, also die Blume, die finde ich meiner Meinung nach super nicht gut. Und auch wenn man das Glas dreht, dann kommt da auch immer so ein kleines Licht von Kerze. Also
Also TikTok-Hack approved sozusagen. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Und ich bin auch stolz mit dem Ergebnis. Mit dem Mauerblümchen. Aber wie gesagt, ihr habt da natürlich kompletten Freiraum. Ihr könnt einfach auf Google gehen oder vielleicht habt ihr auch ein Bild in eurer Galerie. Und dann könnt ihr das einfach ausdrucken. Und dann passe ich dazu schneiden und dann einfach anfangen zu löchern. Ja. So, ich packe die jetzt nochmal rein. Mache sozusagen das Set komplett. Die sind jetzt mittlerweile trocken. So, und dann haben wir von Anfang von einem langweiligen Käsekuchenglas ein wunderschönes Mauerblümchenglas gemacht. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Upcycling-Produkt. Ich werde es auf jeden Fall mit nach Hause nehmen und auf meinen Schreibtisch stellen. Und ja, falls ihr irgendwie was selber macht oder falls ihr auch eine Idee habt, dann könnt ihr das gerne natürlich uns senden. Und darüber würde ich mich natürlich mega darüber freuen. Und ja, dann würde ich das für heute beenden. Ich wünsche euch natürlich noch ein schönes Wochenende und einen schönen Tag. Also, ich weiß noch nicht, wann das Video hochgeladen wird, aber heute ist Freitag. Und falls es heute noch hochkommt, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wenn es später kommt, wünsche ich euch, dass ihr ein schönes Wochenende gehabt habt. Ja, ich würde mich dann verabschieden und bis zur nächsten Woche, sozusagen schon Tschüss sagen. Wie gesagt, das wird dann ein bisschen später, aber ich hoffe, das wird kein Problem sein. Und ja, ich freue mich.